Riesenandrang im Kunsthaus Bregenz. Gäste aus dem In- und Ausland sind gekommen, auch und besonders, um Douglas Gordon persönlich zu sehen. Doch einen Tag vor der Eröffnung klemmte er sich einen Rückennerv ein und musste den Abend im Krankenhaus verbringen. Für Direktor Eckhard Schneider ist aber schon die Ausstellung selbst eine kleine Sensation. Schließlich ist es das erste Mal, dass dem Shootingstar aus Glasgow in Österreich eine eigene Ausstellung gewidmet ist. Wir sind sehr stolz darüber, nicht nur die erste Einzelausstellung von Douglas Gordon in Österreich zu zeigen, sondern dabei gleich auch das seltene Ereignis zu haben, neue Werke zu zeigen. Im obersten Stock des Kunsthauses zeigt sich Gordon von seiner bekannten Seite, als Filmkünstler, mit einem Film, der seine Lieblingsthemen behandelt: Zeitverschiebung und Standortwechsel, Realität und Fiktion. Im untersten Stock dann eine verblüffend neue Arbeit. Eine Druckerpresse, die den Ausgangspunkt der Ausstellung darstellt. Gedruckt werden die privaten Memoiren und Bekenntnisse eines gerechtfertigten Sünders, des schottischen Schriftstellers James Hogg. Eine Mordgeschichte voll religiösem Fanatismus. Für den Betrachter beginnt eine sinnliche Odyssee, wo der Betrachter insgesamt in einen psychischen Raum entführt wird. Also er hat gar keine Chance, nur sich allein zu verlassen auf seine intellektuellen Qualitäten, sondern er ist in ein Wechselbad der Gefühle hineingezogen. Und das gibt dem Haus und der Ausstellung dieser Werkfolge einen ganz besonderen Charakter. Im zweiten Stock wird man in einen sechseckigen, mit schwarzem Stoff überzogenen Raum geworfen, in dem Schwarzlicht die Sinne verwirrt. Im Hintergrund erklingen Hogs Bekenntnisse. Ein anderer einen Teufel in Menschengestalt und wieder ein anderer, eine Kreatur, die dazu geschaffen ward, um im Diesseits wie im Jenseits verflucht zu werden. Eine Schau, die viele Fragen aufwirft und auch international berühmte Künstler nach Bregenz lockt. I think it really plays with the architecture in a very specific way. Es geht dabei um Architektur, den schwarzen Stoff über die Betonwände zu legen und das Schwarzlicht. Und dann die Druckerpresse, die wirkt eigentlich als Objekt. Das gefällt mir. It's all really, it's good.